Servus Leute, cool, dass ihr wieder mit dabei seid. Ihr habt vielleicht vor ein paar Wochen gesehen, da habe ich schon mal einen DM-Haul gemacht und da meine liebsten Produkte gezeigt, falls ihr es noch nicht gesehen habt, was ich mir kaum vorstellen kann, dann macht es jetzt direkt mal. Ich habe mir gedacht, ach, schieben wir doch gleich direkt mal den nächsten Haul hinterher. Ich war heute nämlich beim Aldi einkaufen. Bei uns hat so ein richtig cooler neuer Aldi aufgemacht. Der ist irgendwie, keine Ahnung, sehen die ein bisschen anders aus als die älteren, die man so kennt. Der ist viel größer und ja, das ganze Konzept ist irgendwie ein bisschen heller. Und ich glaube, es gibt vielleicht auch manche Sachen, die es in den normalen Aldis nicht gibt. Und ich habe schon beim letzten Mal so coole Sachen da entdeckt. Und jetzt zeige ich euch mal meine coolsten neuen Aldi-Fitness-Produkte. Leute, ich sage euch das eine, das ist so, so geil. Das hebe ich mir aber bis zum Schluss auf, damit ihr auch alles gucken müsst. Ja, ich würde sagen, wir legen mal direkt los. Ach so, ja, dieses Video wird natürlich als Werbung gekennzeichnet, weil das ja jetzt so scheiße ist und alles muss als Werbung gekennzeichnet werden. Aber ich habe mir alles selber gekauft, davon könnt ihr wirklich ausgehen. Ich habe leider keine Kooperation mit Aldi. Wir legen los. Ich habe hier diese Wraps entdeckt. Es gibt dort auch ganz normale Wraps, was ja an sich auch schon mal cool ist. Aber eben auch diese Vollkorn-Wraps mit Leinsamen. Die sind jetzt gar nicht mal von den Kalorien her unbedingt besser als die normalen Wraps, aber ich finde halt einfach so, Vollkornzeug macht einen doch ein bisschen länger satt und außerdem fühlt man sich direkt viel gesünder. Finde ich cool, würde ich mir zum Beispiel vielleicht mit Hähnchen oder Thunfisch machen und ja, ist geil. Einer hat, glaube ich, was heißt glaube ich, ein Wrap hat, was sage ich jetzt mal lieber nicht. Die kann man sich gut als Meal Prep zum Beispiel machen, auf die Arbeit mitnehmen, in die Uni oder sonst was mit Thunfisch oder auch mit Hüttenkäse oder sowas. So, als nächstes, Reiswaffeln sind ja immer ganz hoch im Kurs, aber beim Aldi habe ich entdeckt die Maiswaffeln. Die sind auch so ganz dünn, die mag ich immer ganz besonders gern. Da kann man sich nämlich so ein kleines Päckchen essen und da sind dann 6 Stück oder so drin. Und die könnte man sich dann noch mit Putenbrust oder Hüttenkäse oder ein bisschen normalem Käse belegen. An den Maiswaffeln finde ich so cool, die schmecken irgendwie immer so ein bisschen wie Popcorn. Und ja, da denkt man irgendwie, man hat irgendwie so einen kleinen Cheat, aber es ist doch nur so eine kleine Maiswaffel. Finde ich gut und die habe ich sonst, glaube ich, auch beim Lidl oder so noch nie gesehen. Ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen, schmecken sehr gut. Dann der Bio-Tofu. Ja, Tofu an sich ist ja jetzt nichts besonders Neues, gibt es eigentlich überall zu kaufen, aber manchmal müsst ihr echt darauf aufpassen, kauft man den Tofu und der hat irgendwie pro 100 Gramm nur 10 bis 12 Gramm Eiweiß, was natürlich gar nicht mal so cool ist. Da muss man immer ein bisschen drauf schauen. Der hat jetzt pro 100 Gramm 16 Gramm, so wie ich es auch gerne hätte, weil bei dem anderen ist dann immer noch so viel Wasser drin oder so, keine Ahnung, warum der dann nur so wenig Protein hat, auf jeden Fall. Ja, das ist cool, der kostet 1,79, ist Bio und da mache ich mir zum Beispiel in letzter Zeit immer diesen süßen Sunny Nose Tofu, der schmeckt so geil, Leute, den müsst ihr echt mal ausprobieren. Also, da hat man wirklich ein richtig cooles, eiweißreiches Fitness-Dessert und es schmeckt richtig, richtig gut. Dann habe ich entdeckt diese Brotbackmischung. Das ist Minutenbrot Chia. Das ist ziemlich cool. Das macht man sich einfach in der Tasse wie so einen Mug-Cake, nur dass es am Ende halt ein kleines Brot wird. Da nimmt man diese ganze Packung, tut sie einfach in so eine Tasse rein und mit dem Wasser ein bisschen verrühren, stellt es dann 3 Minuten in die Mikrowelle. Ja, und dann hat man quasi so ein kleines, frisches, selbstgebackenes Brot. Voll cool. Vor allem, wenn man eben halt sich kein ganzes Brot kaufen will, was man sonst wegschmeißen würde, weil man nicht zu viel davon isst. Ja, es ist ziemlich cool, das sind 2 Portionen. Man kann es aber, glaube ich, auch auf einmal essen, wenn man viel Hunger hat. Also so viel kam dabei nicht raus. Ja, das in dieser Packung, die ich gekauft habe, waren 2 davon dabei. Hat auf jeden Fall ziemlich gut geschmeckt und ja, kann ich auch empfehlen. Gab es, glaube ich, auch noch in der Sorte Goji-Beere. So, jetzt kommt langsam die heiße Phase dieses Hauls. Die Produkte werden immer besser. Ich habe jetzt hier diesen Skier mit Honig. Alter, der schmeckt sowas von geil. Ihr kennt ja wahrscheinlich den ganz normalen Skier. Der schmeckt ja eigentlich im Grunde doch nur so wie Magerquark. Vielleicht ein bisschen cremiger. Zur Abwechslung finde ich ihn immer mal ganz geil. Aber dieser Honig-Skier, boah, ey, der schmeckt wirklich wie so ein Greek Joghurt. Wenn man dann noch so ein paar Nüsse dazu macht und dieser Honig, der schmeckt richtig, richtig gut. Die Nährwerte sind auch okay. Pro 100 Gramm hat er jetzt 70 Kalorien, 9,3 Gramm Eiweiß. Ich weiß gar nicht, wie viel Magerquark hat. Ich glaube 12 oder so. Also auf jeden Fall voll okay. Man könnte es theoretisch ja auch noch halb-halb mixen mit Magerquark.
Boah, wirklich, das schmeckt richtig, richtig geil. Und den in Honig, die Variante, habe ich bis jetzt auch nur so beim Aldi gesehen, ey. Ha, ja, genau, jetzt kommt mein geliebter Dattelsirup. Ich muss zugeben, dass ich ihn jetzt bei dem Einkauf gar nicht beim Aldi gefunden habe. Ich glaube, das liegt daran, dass es so eine, ja, aus so einer Bio-Woche entstanden ist. Das heißt, den gibt es da wahrscheinlich nicht jedes Mal. Aber ihr müsst einfach mal in den Prospekten gucken oder online mal reinschauen. Immer wenn diese Bio-Wochen sind, dann könnte es den wahrscheinlich geben. Der ist sowas von geil. Ich wollte schon ewig mal so einen Dattelsirup haben und dann habe ich den auf einmal beim Aldi entdeckt. Hat 2,99 gekostet und ach, jeder Cent davon hat sich gelohnt, ganz ehrlich. Der schmeckt so geil. Zum Beispiel auf den Maiswaffeln, die ich euch vorhin gezeigt habe. Wenn man das zusammen isst, ey, das schmeckt wie ja, so Popcorn mit so einer Karamellglasur obendrauf. Oh Gott, ey. Richtig, richtig gut. 100 Gramm davon haben 280 Kalorien. Also es ist jetzt nicht sonderlich gut oder so, aber also von den Nährwerten her, aber es schmeckt einfach. Ihr könnt euch das in den Quark mit reinmachen, 20 Gramm oder was, das reicht dann auch auf jeden Fall. Oder zum Beispiel habe ich es vorhin auch noch, dieses Chia-Brot, was ich euch gerade gezeigt habe, diesen Tassenbrot, damit gegessen. Oh Gott, da könnte ich mich reinlegen, ganz ehrlich, das schmeckt so, so gut. Ja, holt euch den wirklich, der schmeckt so geil. So Leute, jetzt kommt das große Finale meines Aldi-Hauls. Es ist das geilste überhaupt. Ich muss allerdings auch sagen, dass ich das gar nicht mal selber entdeckt habe, sondern das hat mir eine Freundin empfohlen. Es ist dieses, wie heißt es? Soft-Eiweiß-Bread. Oh Gott, Leute, das ist der Himmel auf Erden. Das sieht schon so geil aus. Das ist einfach so ein richtig weiches, fluffiges Eiweißbrot. Das kann man sich toasten, man kann es auch nicht toasten. Ich habe es vorhin gegessen, ein bisschen Hüttenkäse drauf, ein bisschen so Lackschinken, ein Ei drauf und ich war einfach hier im 7. Fitnesshimmel. Leute, wirklich, ich muss sagen, wenn ihr jetzt eine ganz krasse Low-Carb-Diät macht oder so, ich meine, so eiweißmäßig ist es doch nicht. Das Brot hat immerhin trotzdem noch 16 Gramm Kohlenhydrate, hat auch nur 6,3 Gramm Eiweiß. Eine Scheibe hat 126 Kalorien, aber Leute, wirklich, falls ihr ein bisschen mehr Kalorien habt und euch trotzdem von den Nährwerten her ein bisschen was Gutes tun wollt, kauft euch dieses Brot, es kostet 1,50. Alter Gott, 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 war das gut. Ich könnte die ganze Packung auf einmal essen. Das war wirklich ein richtiges Highlight. Und so ein Brot habe ich auch noch nie in Eiweißvariante irgendwo anders gesehen. Also wirklich ganz, ganz, ganz große Kaufempfehlung. Ich glaube, es ist nur immer ziemlich schnell ausverkauft, deswegen müsst ihr ein bisschen gucken. Holt es euch auf jeden Fall und nehmt euch dann gleich zwei oder drei Packungen mit. Ihr könnt es mir glauben, es schmeckt richtig geil. Und ja, falls ihr, wie gesagt, noch ein bisschen doch mehr auf eure Kalorien oder Kohlenhydrate schauen müsst, kann ich das empfehlen. Das habe ich mir jetzt in meiner Diätphase öfters mal gekauft. Das ist auch einfach nur so ein Eiweißbrot. Da sind so Karottenstückchen mit drinnen. Und es hat auf jeden Fall bessere Nährwerte als das geile Softbread. Aber so kann man eben immer je nach Ernährungsform oder Diätstand entscheiden, was man sich holen will. Das war auf jeden Fall mein Highlight. Ich freue mich immer, wenn ich sowas Cooles entdecke und dann meine normale Ernährung so ein bisschen aufpeppen kann quasi. Ja, und an der Stelle auch nochmal danke für die Kollegin. Für sie auch, aber an sie, dass sie mir das empfohlen hat. Ha, ich bin jetzt richtig, freue mich voll. Ja, ich hoffe, Leute, dieser Aldi-Haul hat euch gefallen. Falls ihr auch Produkte habt, die ihr mir empfehlen könnt, dann schreibt es unbedingt in die Kommentare. Ich freue mich wirklich immer über alles, was ich neu ausprobieren kann und neu testen kann. Und falls euch da jetzt was gefallen hat, dann holt es euch unbedingt und schreibt mir, wie ihr euch das schmeckt oder wie ihr das euch zubereitet. Und lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, falls das Video für euch sinnvoll war. Und ja, vielleicht sogar ein Abo, falls ihr meinen Kanal noch öfter sehen wollt und noch mehr Videos von mir mitkriegen wollt. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderbaren Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis bald!